deutlich klare Ansage aus Berlin, zwei Brücken. Haben Sie damit gerechnet? So habe ich nicht damit gerechnet. Was wichtig ist, was gut ist, dass der Bund verstanden hat, wir brauchen hier schnell eine Ersatzlösung, wenn die neuen Verkehre durch den Fehmarn-Belt-Tunnel kommen. Das heißt ab 2022. Und jetzt werden wir gemeinsam mit dem Bund über die verschiedenen Varianten reden. Zwei Brücken war ja eine von mehreren Varianten, Tunnellösung, kombinierte Brücke. Und darüber würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr erfahren. Das müssen wir miteinander besprechen. Es geht hier um ein transeuropäisches Verkehrsnetz zwischen Schleswig-Holstein und Skandinavien. Und da ist es ganz wichtig, dass wir kein Nadelöhr haben. Die Fehmarnsundbrücke wäre mit Fertigstellung des Tunnels ohnehin ein Nadelöhr. Aber jetzt ist sie sozusagen auch so in einem Zustand, dass sie zusätzliche Verkehre, die kommen werden, gar nicht aufnehmen kann. Also brauchen wir schnell eine Ersatzlösung an dieser ganz, ganz wichtigen Strecke.